Yo, servus Leute, hier zum Champions League Halbfinale, zum ersten Spiel. Viele sagen ja, Spiele, ja. Am Dienstag, den 23. April 2013, steigt das Hinspiel im Halbfinale der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. Mit dem Halbfinalspiel zwischen den beiden besten Mannschaften aus Deutschland und Spanien beginnt die interessanteste Phase der Champions League. Die Halbfinalbegegnungen werden auch zeigen, ob der spanische Fußball weiterhin die Vormachtstellung in der Fußballwelt innehat oder ob sich an den Kräfteverhältnissen rütteln lässt. Zwar gilt die Premier League in der Tiefe seit Jahren als beste Liga der Welt, doch mit dem Real Madrid und dem FC Barcelona stellt die Premier Division seit einigen Spielzeiten die beiden Topfavoriten auf den Gewinn der Königsklasse. Das Besondere an der Champions League ist ohne Frage die Qualität in der Spitze. Mit Borussia Dortmund, Real Madrid, dem FC Bayern München und dem FC Barcelona sind in diesem Jahr 4 Mannschaften ins Finale vorgerückt, die während der Saison überzeugt haben. Real Madrid und Borussia Dortmund haben sich in der schwierigsten Vorrundengruppe durchgesetzt und stehen nach siegreichen Duellen mit Donetsk und Malaga bei Dortmund sowie Manchester United und Galatasaray Istanbul im Halbfinale. Am Mittwoch stehen sich beide Mannschaften im Westfalenstadion gegenüber. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona beginnt am Dienstag um 20.45 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Viktor Kasay. Der Ungar hat in dieser Saison bereits das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und dem AC Mailand gepfiffen, das ja mit 4:0 für Barcelona ausging. Ansonsten ist Kasay den deutschen Fans vielleicht noch bekannt aus den Spielen zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid in der Gruppenphase, das ja mit 2:1 gewonnen werden konnte, und aus dem Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien bei der WM 2010 in Südafrika, das leider die Spanier mit 0:1 gewonnen haben. Ja, schauen wir jetzt mal den direkten Vergleich von den beiden Mannschaften. Ja, das letzte Mal, als die beiden Mannschaften aufeinander getroffen sind, hatte der FC Bayern München den Vorteil, das Rückspiel im heimischen Stadion. Der FC Barcelona gewann im Hinspiel des Viertelfinals der Saison 2008-2009 zu Hause deutlich mit 4:0. Im Rückspiel ging der FC Bayern dann zwar durch Ribéry in Führung, musste aber noch den Ausgleich durch Keita hinnehmen, 1:1. Vor 2 Jahren kam der FC Barcelona zu einem Freundschaftsspiel in die Allianz Arena. Die Spanier gewannen in der Saisonvorbereitung 2:0. Ja, gucken wir uns mal die Prognose und den Trend an zu dieser Partie. Natürlich hätte man sich in München lieber ein Heimspiel im Rückspiel gewünscht. Doch ist unter dem Strich reine Spekulation, inwiefern das nun ein Vorteil oder ein Nachteil sein wird. Die Mannschaften des FC Bayern München und des FC Barcelona begegnen sich auf Augenhöhe. Jedoch liegt die Favoritenrolle immer dann beim FC Barcelona, wenn Lionel Messi auf dem Platz steht. Die Bayern spielen zwar eine starke Saison, doch blickt man auf die letzten Jahre, so haben sich in den entscheidenden Momenten im Kern schlechter agiert als die Spanier. Die Bayern müssen im Hinspiel darauf achten, kein Gegentor zu kassieren und mit einem Heimsieg nach Spanien reisen. Das sagt sich wie immer leichter als es ist, gilt aber trotzdem. Wenn beide Mannschaften am Ende mitspielen, werden sich die Spanier durchsetzen. Während die Bayern in Topform in das Duell gehen, scheinen die Iberer aktuell ihre beste Form zu suchen. Ein weiteres Duell gibt es auf den Trainerbänken. Jupp Heynckes kennt den spanischen Fußball wie kein anderer deutscher Trainer. Auf der anderen Seite ist Tito Villanova von seiner gesundheitlichen Auszeit wieder zurück und wird die Mannschaft Sicherheit weiter Stabilität geben. Im Hinspiel der Champions League Halbfinals zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona darf sich die Fußballwelt auf ein Highlight freuen. Beide Mannschaften sind in der Lage, den attraktivsten Fußball der Welt zu spielen. Dieses Spiel kann das größte Spiel des Jahres werden. Ja, wenn man sich noch ganz kurz die Quoten anguckt, auf Bayern daheim 2,35, Unentschieden 3,5 und Barcelona 3,4. Ja, ich selbst kann mich gar nicht entscheiden, auf wen ich jetzt setzen soll. Ich hoffe natürlich, weil, ja, wie jeder Deutsche wahrscheinlich sein bisschen so pro Deutschland ist, bin ich natürlich ein bisschen für Bayern und hoffe, dass sie das Ding heute gewinnen. Ja, das war's dann erstmal soweit hier zu diesem Spiel. Morgen dann die Analyse zu Real Madrid und Borussia Dortmund im Westfalenstadion. Dann wünsche ich euch ein tolles Spiel heute Abend. Servus, Leute.